Katrin. Sarah. Thomas. Henriette Gisela. Studenten an der multikulturellen Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Jeder dritte von ihnen stammt aus Polen. Die Uni, ein Vorzeigeprojekt der deutsch-polnischen Aussöhnung. Da darf auch der Kanzler nicht fehlen. Gestern lobte Helmut Kohl das weltoffene Frankfurt und seine Uni. Das, was wir unter abendländischer Vielfalt verstanden und verstehen, hat hier seinen Urgrund. Nur ein paar Meter von der Uni entfernt, im Einkaufszentrum, ist von der deutsch-polnischen Aussöhnung nicht mehr so viel die Rede. Das passiert hier sehr oft, dass hier die polnischen Bürger schon glauben, sie können machen, was sie wollen. Wir haben so schön nichts und dann kommen noch so viele Ausländer her. Ja, also wenn man das sieht und vor allen Dingen, was mich dabei stört, die Ausländer werden in den Himmel gehoben und die Rentner, die werden immer mehr in den Dreck gezogen. Unsere Leute, die werden benachteiligt, indem sie kämpfen müssen um ihr Büchergeld und weiß ich was alles. Und die kommen hier rüber und studieren hier. Weiß ich nicht. Neonazis heizen in ihren Zeitungen die Stimmung noch an, fordern die Schließung der Internationalen Universität. Die Überfälle auf Polen häufen sich. Vor 4 Wochen wurde er von Neonazis angegriffen. Jurastudent Kamil, er will sein Gesicht nicht zeigen. Ich wollte meinen Freund nach Hause bringen und da kamen plötzlich 5 ungefähr Neonazis auf uns zu. Wir wollten denen irgendwie entkommen und wir sind hier dann rechts eingebogen. Und die sind hinter uns her, haben uns angepöbelt, dass wir Polacken sind. Und dann hat plötzlich am Schluss des Ganges dann der eine einen Baseballschläger rausgeholt und zugeschlagen. Für Kamil war das nicht die erste polenfeindliche Attacke. Im Frankfurter Supermarkt-Tipp erleben Polen immer wieder Diskriminierung im Kleinen. Im Supermarkt-Tipp ist es zum Beispiel so, dass man keine Quittung bekommt oder einem der Preis nicht gesagt wird, sondern man einfach mit dem Finger auf das Display zeigt, als ob man irgendwie ein Affe ist oder so, dass man sowieso nicht Deutsch versteht. Auch Kamils Deutschlehrerin an der Uni fühlt sich als Polin nicht sicher in Frankfurt. Wenn wir, ich und mein Mann, zum Beispiel ins Theater gehen, man kommt ja ziemlich spät vom Theater zurück oder in die Konzerthalle, dann wagen wir es nicht, uns Polnisch zu unterhalten. In der Nacht ist es gefährlich. Es laufen verschiedene solche Typen herum. Und da meidet man diese Sprache, dass man eben nicht verprügelt wird. Bestimmen. Jurastudent Krzysztof hielt sich nicht an diese Regel. Ich befand mich gerade auf dem Weg nach Hause. Ich sprach nur mit einer Freundin von mir. Sie stand hier im Fenster. Wir haben uns auf Polnisch unterhalten. Und da hörte ich plötzlich von hinten, du Pollenschwein, was willst du hier? Was willst du hier in diesem Land? Ich wurde plötzlich von 3 Skinheads überfallen. Die haben mich hier zusammengeschlagen. Dann rannte ich hier in dieses Treppenhaus. Ich habe noch die Wohnung erwischt, sind aber hinter mir hergerannt. Und dann haben mich noch in der Wohnung erwischt und zusammengeschlagen. Die Täter wurden verurteilt, doch für Krzysztof sind nicht nur die Nazischläger das Problem. Man sitzt in der Straßenbahn, wird angesprochen von den, sagen wir mal, Rowdies. Oder man redet untereinander Polnisch. Ne? Oder spricht man Polnisch einfach, unterhält sich dann untereinander. Und dann wird man angesprochen. Angepöbelt und keiner reagiert. Das stimmt, das stimmt. Alles still. 2 Dutzend brutaler Überfälle gab es in den letzten Jahren. Doch sogar die offiziellen Studentenvertreter wollen die hässliche Seite Frankfurts nicht so recht wahrhaben. Es ist innerhalb fast von einem halben Jahr, wo 2, 3 Sachen passiert sind. Ist das so extrem krass? Neu-Beresinchen, eine Plattenbausiedlung in Frankfurt. Erst vor wenigen Tagen störten 20 Neonazis eine antifaschistische Veranstaltung im Bürgerzentrum. Auch hier gilt ein solcher Angriff kaum noch als Zwischenfall. Sie haben am Schluss der Veranstaltung eben ein paar Parolen gerufen und einer von ihnen hat sich mit dem Heil Hitler-Gruß verabschiedet und das war alles. Also es ist hier niemand eingedrungen und es hat hier niemand Randale oder irgendwas gemacht. Ein Hitlergruß ohne Folgen. Alltag in einer Grenzregion, die ihren fremdenfeindlichen Ruf endlich loswerden will, als weltoffen gelten möchte. Frankfurt ist für mich eine ganz normale deutsche Stadt. Hier sind viele Nazis, vielen anderen deutschen Städten auch. Und in dem Sinne ist es eine normale Stadt. Den